herzlich willkommen bei Bezirke Mittelpunkt. Heute ist unsere achte und leider schon letzte Sendung. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir sind dieses Mal in den 23. Bezirk gegangen und sind dort auf einige interessante Dinge gestoßen. Um einen groben Überblick über den Bezirk zu bekommen, kommt hier der Faktencheck. Liesing ist der 23. Bezirk Wiens und grenzt an Niederösterreich. 1938 wurde Liesing als 25. von 26 Bezirken gegründet. Heute wohnen hier rund 97.000 Menschen. Liesing besteht aus dem Zusammenschluss von 8 Dörfern. Darunter sind Mauer, Alterla und Siebenhirten. Der Name kommt von dem durch den Bezirk fließenden Fluss Liesing. Ein Drittel des Bezirks ist grün, darunter Weinberge, Äcker und Waldflächen. Die Wotruberkirche und das Aquädukt sind hier Sehenswürdigkeiten. Besonders bekannt ist aber der Wohnpark Alterla, in dem über 11.000 Menschen zusammenleben. Liesing gilt als Wohn- und Industriegebiet. Über die Hälfte des Bezirks nehmen Bauflächen ein. Übrigens soll hier das erste Laufhaus Wiens seine Türen geöffnet haben. Wer von uns reist nicht gerne? Vor allem in die große, weite Welt. Aber wenn man aus Österreich raus will, braucht man entsprechende Dokumente, um sich ausweisen zu können. Die meisten Österreicherinnen und Österreicher verwenden dafür einen Reisepass. Aber wo entsteht der eigentlich? Und vor allem wie? Wie entsteht eigentlich unser Reisepass? In der Produktion durchläuft unser Reisepass viele Stationen, um den strengen Sicherheitsmaßnahmen gerecht zu werden. Wir haben mit dem Geschäftsführer der österreichischen Staatsdruckerei darüber gesprochen. Also die Sicherheit bei einem Reisepass entsteht durch das umfassende Konzept. Es ist nie eine oder zwei Maßnahmen alleine, sondern es geht immer um das Kombinieren von ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen. Das fängt an bei klassischen Druckfeatures, also dem UV-Druck am Reisepass, der besonders in vielen Farben und besonders ordentlich gefertigt sein muss, über die Drucklinien, die besonders fein und besonders einer besonderen Ordnung folgen auf dem Reisepass, geht aber dann hin vor allem zu digitalen und elektronischen Features. Nach der Eingangskontrolle wird das gelieferte Papier zunächst gezählt, bevor es zu den ersten Druckprozessen kommt. Ganze 4-mal wandert das Papier dabei durch die Maschine, um die farbige Basis der Seiten zu bekommen. Diese besteht vor allem aus unterschiedlichen Sicherheitsmerkmalen, wie zum Beispiel diesen unter UV-Licht leuchtenden Bildern auf jeder Seite. Danach erfolgt ein Stichtiefdruck in der Stichmaschine. Hier kommen die fühlbaren Sicherheitselemente auf die Datenseiten, also die Schrift, dessen Erhebung man fühlen kann, wenn man mit den Fingern darüber streicht. Anschließend wird das Papier mit einem elektronischen Chip versehen, bevor es zusammengenäht und gestanzt wird. Mit Hilfe eines Lasers bekommt jeder Bund seine eigene Nummer und wird schließlich zu den kleinen Booklets gemacht, die man endlich als Reisepass erkennen kann. Die fertigen Reisepässe kommen in ein Hochsicherheitslager und warten dort auf ihre Daten. Wir haben mitunter in diesen letzten 10 Jahren auch die Personalisierung der Reisepässe übernommen. Das heißt, alle persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger kommen zu uns in den sichersten Raum Österreichs und nur dort werden diese Daten auf die Reisepässe aufgebracht und danach auch gesichert gelöscht. Wir heben also überhaupt keine Daten der Bürgerinnen auf. Im Jahr werden rund 600.000 Reisepässe in der Staatsdruckerei gefertigt. Daneben aber auch andere wichtige Dokumente, wie zum Beispiel Personalausweise und Führerscheine. Also bei meiner nächsten Reise muss ich mir meinen Reisepass ein bisschen genauer anschauen. Die Eislaufsaison neigt sich dem Ende zu. Für die Hersteller der Eislaufschuhe gibt es aber leider keine Sommerpause. Wir haben den einzigen seiner Art in Österreich besucht. Eislaufen ist eine der beliebtesten Wintersportarten Österreichs. Aber wo kommen eigentlich die Schlittschuhe her? Das österreichische Unternehmen WIFA hat die Vorfertigung zwar in die Slowakei ausgelagert, am Standort Wien wird den Schuhen aber der letzte Feinschliff verpasst. Die Schuhe müssen zunächst vorgeschliffen und gefräst werden. In einem nächsten Schritt werden sie poliert. Zum Abschluss werden die Kufen montiert. WIFA hat aber nicht immer Eislaufschuhe produziert. Die Firma WIFA wurde in den 20er Jahren gegründet. Es wurden damals allerdings nur Straßenschuhe und Sportschuhe produziert.
Während der Kriegszeit mussten dann Militärstiefel gemacht werden. Die Spezialisierung auf Eislaufschuhe erfolgte erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Seither sind die WIFA Eislaufschuhe weltberühmt. Die bis in die frühen 70er Jahre noch üblichen Wiener Eislaufrevues, also Eiskunstlaufshows, erhöhten die Bekanntheit. Spezielles, besonders dickes Leder garantiert lange Haltbarkeit, hat aber auch seinen Preis. Für Erwachsenenschuhe muss man mit rund 200 Euro rechnen. Der Trend ist allerdings wieder dazu da, dass die Eisläufer auf die Qualität Wert legen und sich die teureren Schuhe kaufen. Die haben sie dann, also unsere Schuhe halten 10, 20 Jahre. Es kommen oft Läufer zu uns wegen Reparaturen. Ja, die haben ihre Schuhe 15 Jahre und sind glücklich damit. WIFA Eiskunstlaufschuhe sind dabei nicht zu verwechseln mit Eishockeyschuhen. Die Kufen bei Eishockeyschuhen sind stärker gekrümmt. Zum Dahingleiten sind Eiskunstlaufschuhe besser geeignet. Deren Kufen sind länger und gerade und bieten damit mehr Auflagefläche auf dem Eis. Mittlerweile produziert das Unternehmen rund 8000 Eiskunstlaufschuhe pro Jahr. Tendenz steigend. Liesing ist der fünftgrößte Bezirk in Wien. Kultureinrichtungen wie Theater gibt es hier aber vergleichsweise wenige. Dafür gibt es private Vereine. Wir haben uns den ältesten Kulturverein Liesings angehört, nämlich den Atzgersdorfer Männergesangsverein 1880. Jeden Donnerstag probt der Atzgersdorfer Männergesangsverein 1880 in Liesing. Von geistiger Musik bis zu Musicals ist sein Repertoire vielfältig. Ebenso die Besetzung. Wir haben über 40 Mitglieder. Das sind Männer zwischen 48 und bis über 80 Jahre. Die Geschichte des Chors reicht bis ins Jahr 1880 zurück. Seither wurde die Tradition des Männergesangsvereins fortgesetzt, mit einer Ausnahme. Die künstlerische Leitung hat eine Frau über. Ich bin aber sehr stolz darauf, dass diese Zusammenarbeit so toll funktioniert. Und ich kann nur sagen, ich werde von meinen Herren auf Händen getragen. Es ist wunderbar, hier vorne zu stehen. Seit 1989 leitet die frühere Klavierlehrerin den Chor, der sogar einmal für den Nestroy-Preis nominiert wurde. Im Wiener Akademietheater performte der Gesangsverein in Elfriede Jelineks Bühnenstück Das Werk. Einige Auftritte pro Jahr stehen auf dem Programm, auch im Ausland, wie hier in China. Aufnahmeprüfung gibt es im Laienchor keine. Mitmachen darf jeder Mann jeder Altersgruppe. Die einzige Lösung gegen Nachwuchssorgen lautet: Man kann nur versuchen, die Leute mit der Musik anzusprechen, das ja im Endeffekt auch die Aufgabe der Musik ist. Und dann wird schon immer wieder welche geben, die da mitmachen möchten. 2018 plant der Männergesangsverein einen Auftritt in Norwegen. Jetzt haben wir euch schon viele einzigartige Geschichten über Liesing erzählt, aber euch nur wenige Orte draußen gezeigt. Deshalb gehen wir jetzt raus in die Kälte und führen euch ein bisschen herum. Ganz ohne Worte. Endlich wieder im Warmen.
Unseren treuen Zusehern ist vielleicht aufgefallen, dass eine Kategorie gefehlt hat, nämlich hinter der Tür. Dafür haben wir uns diesmal etwas Besonderes einfallen lassen. Hier kommen ein paar unserer besten Momente, die es nicht ins offizielle Programm geschafft haben. Was wird das? Das Making-of. Ja, super. So war das nicht geplant. Und waren sogar bei frostigem Wetter raften. Wir waren nicht raften. Na. Es ist besser. 10, 9, noch 10 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4. Du hast genau die Hand drauf. Sekunde, jetzt muss ich popeln. So. Einer der Guides hat mit uns in seinen Alltag genommen. Ah, verdammt. Zwei, eins, bitte. Oh, danke, Melly. Noch einmal bitte. Ja, beweg dich mal. Okay. Der liebe Johannes ist zwar ein Mann, aber du darfst ihn jetzt schamlos niederfliegen. Okay? Niederfliegen. Ja. Bei den momentanen... Gleich nach hinter... ist ein echter Geheimtipp... Scheiße. Heute halten wir im zweiten... Die Schülerinnen werden hier nicht nur Schlupflöcher... Nicht Schlupflöcher... Warum eigentlich nicht? Die Polizei hat ja aber auch ihre Landesverkehrs... Fuck! I'm so sorry! Landesverkehrsabteilung, mein Gott! Der riesige Büro... Sorry. Drei mit der Signotion. Signotion. Bis 150 Kilo ist schon wieder aufgesessen. Geht so aus. Bravo an mich selbst. Perfekt. Halleluja. Success. Dann. Halleluja. Success. Schön war's. Das war heute leider unsere letzte Sendung. Schade, dass es schon vorbei ist. Wir bedanken uns bei euch für eure Treue und sagen Baba. Bravo! Bravo! Und selbst. Okay.